Hallo Leute, ich zeige euch heute, wie ihr das neueste Feature-Update Version 19.03 von Windows manuell installieren könnt, wenn es unter Windows-Updates noch nicht verfügbar ist. Wir öffnen uns zunächst einen Browser. Ich habe eben feststellen können, dass unter Edge immer noch nur die Oktober-Version ist, aber hier haben wir auch die Mai-Version. Das heißt, wir gehen jetzt einmal auf Windows 10 Download. Haben dann oben den Link Windows 10 Datenträgerabbild ISO-Datei herunterladen. Den packe ich euch nochmal unten in die Videobeschreibung. Klicken drauf und haben dann zwei Möglichkeiten. Einmal ein Tool herunterladen, das ist zum Beispiel, wenn ihr eine ISO erstellen wollt, für zum Beispiel, wenn ihr den Rechner neu installieren möchtet. Und wenn ihr jetzt aktuell nur das Update ausführen möchtet, also als Beispiel von 18.09 auf 19.03, klicken wir hier oben auf Jetzt aktualisieren. Dann öffnet sich ein Upgrade-Assistent. In meinem Fall habe ich schon aktualisiert. Und dieses Tool einmal runterladen, anklicken und einfach weiter, weiter, weiter und dann läuft es durch. Zusätzlich am Ende könnt ihr prüfen, ob die richtige Version drauf ist, indem wir einmal Windows öffnet und WinRAR eingibt. Und dann seht ihr aktuell die Version. In meinem Fall ist jetzt schon 19.03 drauf. Und in eurem Fall ist meistens 18.09. Und solltet ihr eine ältere Version haben, funktioniert es auch über dieses Aktualisierungstool. Ihr müsst nicht zwingendermaßen die komplette ISO runterladen. Das ist primär nur dann wichtig, wenn ihr natürlich den Rechner neu installieren möchtet. So, das wäre es schon gewesen. Bei Fragen unten in den Kommentaren für einen Daumen hoch würde ich auch freuen. Dankeschön.